Wer gut schmiert, der gut fährt. Diese alte Volksweisheit hat auch heute nichts von ihrer Bedeutung verloren. Für diese so wichtige Schmierung sorgt das Öl in einem Verbrennungsmotor. Darüber hinaus hat das Motoröl aber noch weitere wichtige Aufgaben zu erfüllen. Durch die Verbrennung des Kraftstoff-Luftgemisches werden zahlreiche Bauteile des Motors starken thermischen Belastungen ausgesetzt. An der oberen Kolbenringzone zum Beispiel können bis zu 300 Grad Celsius entstehen. Das Schmieröl nimmt dort einen Teil der Wärmeenergie auf und gibt die gespeicherte Wärme über die Ölwanne an die Außenluft ab. Bei Hochleistungsmotoren ist sogar ein spezieller Ölkühler erforderlich, damit das Öl in der Ölwanne eine Höchsttemperatur von 150 Grad Celsius nicht überschreitet. Ohne einen dünnen Ölfilm zwischen Kolben und Zylinder würde die Abdichtung beider Bauteile gegeneinander nur ungenügend erfolgen. Ein Teil der unter hohem Druck stehenden Verbrennungsgase könnte in das Kurbelgehäuse entweichen, weil zwischen der Zylinderwandung und den Kolbenringen sowie zwischen den Kolbenringen und den Kolbenringnuten trotz exakter Fertigung ein feiner Spalt bleibt. Die Feinabdichtung dieser Gasdurchgänge gehört zu den Aufgaben des Motoröls. Trotz dieser Feinabdichtung gelangen auch weiterhin etwa 1% Verbrennungsgase in das Kurbelgehäuse. Mehr noch bei Motoren mit hoher Laufleistung und entsprechendem Verschleiß. Mit den Gasen wandern Verbrennungsrückstände, zum Beispiel Rußteilchen und Säuren, ins Öl. Damit sich keine Ablagerungen bilden, die schließlich zum Verstopfen der Ölkanäle führen könnten, werden alle Rückstände als kleine Schwebeteilchen im Öl gebunden. Und das ist der Grund, warum auch frisch eingefülltes Motoröl nach kurzer Zeit schwarz gefärbt ist. Beim Abkühlen des Motors bilden sich durch Kondensation kleine Wassertröpfchen, zum Beispiel an der Unterseite des Ventildeckels oder im Kurbelgehäuse. Die Tropfen gelangen in das Öl, gehen dort chemische Verbindungen ein und können schließlich als aggressive Säuren zur Korrosion von Lagern und anderen empfindlichen Bauteilen führen. Auch hier muss das Motoröl vorbeugend wirken, um einen korrosiven Verschleiß des Motors zu verhindern. Dazu kommen noch weitere Anforderungen an ein modernes Motorenöl. Zum Beispiel soll das Aufschäumen des Schmiermittels verhindert werden, die verschiedenen Markenöle sollen untereinander mischbar sein und das Öl soll über einen möglichst langen Zeitraum seine wichtigen Eigenschaften beibehalten. Nachdem die vielfältige Bedeutung des Motorenöles beschrieben wurde, soll im Folgenden nochmals die erste und wohl auch wichtigste Aufgabe des Schmiermittels betrachtet werden. Eine Schmierung zwischen zwei sich gegeneinander bewegenden Teilen ist aus zwei Gründen erforderlich. Erstens, der Verschleiß an den sich berührenden Flächen wäre unerträglich hoch, wenn kein Schmiermittel eingesetzt würde. Eine trockenlaufende Welle, das ist jedem Fachmann bekannt, schlägt sehr schnell aus und wird unbrauchbar. Schon den alten Ägyptern waren diese Zusammenhänge bekannt. Durch einfache Schmierung mit natürlichen Ölen und Fetten vervielfachten sie die Lebensdauer der Achsen ihrer Kampfwagen. Dabei hatten sie, ob bedacht oder nicht, ist heute wohl nicht mehr so wichtig, auch die zweite wichtige Bedeutung der Schmierung genutzt. Je besser die sich gegeneinander bewegenden Bauteile geschmiert werden, desto leichter läuft zum Beispiel das Radlager eines Kampfwagens. Wie kommt das? Nun, zwischen den sich bewegenden Flächen herrscht Reibung. Die Fachleute unterscheiden dabei drei Arten. Bei der trockenen Reibung befindet sich zwischen dem Metallklotz und der Unterlage kein Schmiermittel. Die Folge? Man muss erhebliche Kräfte aufbringen, um den Klotz zu bewegen. In diesem Fall also 4 Newton. Auf den Motor bezogen würde das bedeuten, dass ein großer Teil der Antriebskraft nur der Bewegung der eigenen Mechanik dienen würde. Was im Motor höchst unerwünscht ist, wird zum Beispiel an den Radbremsen angestrebt. Trockene Reibung zwischen Belag und Scheibe ermöglicht sicheres Bremsen. Bei der Mischreibung ist der Ölfilm zwischen den Reibpartnern nicht vollständig ausgebildet.
Es kommt zu punktuellen Berührungen zwischen dem Klotz und der Unterlage. Aber die notwendige Kraft zur Bewegung des Klotzes ist mit gut 2 Newton deutlich geringer geworden als beim Versuch ohne Schmierung. Im Motor tritt die Mischreibung unter anderem beim Anlassvorgang auf. Es ist noch nicht genügend Öl in den Lagern oder am Kolben, wodurch sich einige, mikroskopisch feine, Erhöhungen der Metalloberfläche berühren. Bei der Flüssigkeitsreibung, der idealen und beim ölgeschmierten Verbrennungsmotor auch häufigsten Reibungsart, berühren sich die Reibungsflächen überhaupt nicht. Der Klotz in unserem Versuch gleitet auf einem vollständig ausgebildeten Ölfilm, wobei nur noch eine ganz geringe Kraft aufgebracht werden muss. In einem Pleuel- oder Kurbelwellenlager schwimmen Zapfen oder Wellen auf einem Schmierkeil, welcher sich drehzahlabhängig aufbaut und Drücke bis zu 1000 Bar aufweist. Während der von einer Ölpumpe erzeugte Systemdruck für die Tragfähigkeit eines Schmierkeils unerheblich ist, kommt der Zähflüssigkeit des Öles, der Fachmann spricht von Viskosität, was gleichbedeutend ist, mit der inneren Reibung eines Öles erhöhte Bedeutung zu. Ein kleiner Versuch soll das verdeutlichen. Die von einem Elektromotor angetriebene Welle ist in einem Stromkreis in Reihe geschaltet. Der Stromfluss führt über das Lager und die Welle. Bei Trockenreibung ist der Stromkreis geschlossen, ein Klingelsignal ertönt. Wird nun Schmieröl in das Lager gegeben, baut sich nach einem kurzen Moment der Mischreibung ein Schmierkeil auf, wobei der Stromkreis durch das elektrisch nicht leitende Öl unterbrochen wird, die Klingel verstummt. Wir haben in diesem ersten Versuch ein sehr dünnes Schmieröl eingesetzt und belasten nun die sich drehende Welle. Schon bei einer geringen Gewichtskraft wird der Schmierkeil unterbrochen, was durch das Ertönen der Klingel angezeigt wird. In einem zweiten Versuch wird nun dickflüssiges Öl eingefüllt. Die längere Zeitspanne bis zum Verstummen der Klingel ist ein Beleg dafür, dass dickes Öl mehr Zeit als dünnes Öl benötigt, bis der Schmierfilm aufgebaut ist. Allerdings ist die Tragfähigkeit dieses Schmierkeiles wesentlich höher als im ersten Versuch, was durch den fehlenden Klingelton nachgewiesen wird. Die Zähflüssigkeit des Öles bestimmt also die Tragfähigkeit des Schmierfilms. Damit sind die Anforderungen an die Viskosität eines Schmieröles schon benannt. Einerseits soll es dünnflüssig sein, damit sich rasch ein Schmierfilm aufbauen kann. Andererseits darf es aber auch nicht zu dünnflüssig sein, weil darunter die Tragfähigkeit des Schmierfilms leiden würde. Wählt man also ein Öl mittlerer Viskosität und das Problem ist gelöst? Leider verändert sich die Zähflüssigkeit von Ölen in Abhängigkeit von der Temperatur. So wie man zum Beispiel Honig durch Erwärmung wieder streichfähig macht, so weist doch das Öl bei höheren Temperaturen eine hohe Fließfähigkeit auf. Entsprechend lässt das Fließverhalten bei niedrigen Temperaturen nach. Im Extremfall erstarrt das Öl zu einer cremeartigen Masse. Wenn man in unseren Breiten einerseits von einer winterlichen Tiefstemperatur von minus 20 Grad Celsius ausgehen kann, so wird das Öl andererseits, zum Beispiel an einem heißen Sommertag, in der oberen Kolbenringzone bis zu 300 Grad Celsius beansprucht. Ein relativ dünnflüssiges Schmiermittel, spezielles Winteröl mit der Kennzeichnung SAE 10W zum Beispiel, sorgt bei niedrigen Temperaturen für eine zuverlässige Versorgung der Schmierstellen. Ein zähflüssigeres Öl, zum Beispiel Sommeröl mit der Kennzeichnung SAE 30, würde bei diesen Temperaturen viel zu spät zu den Schmierstellen gelangen, wie dieser Versuch bei minus 12 Grad Celsius beweist. Bei hohen Temperaturen würde das SAE-30-Öl immer noch einen tragfähigen Schmierfilm bilden, während das Öl der Viskositätsklasse 10W viel zu dünnflüssig wäre. Also im Winter ein Öl mit geringer Viskosität, im Sommer ein Öl mit hoher Kennzahl?
Und in den Übergangszeiten? Oder wenn der Sommer nur ein grün angestrichener Winter ist? Der naheliegende Versuch, durch Mischung von Sommer- und Winteröl ein Motoröl für alle Witterungsbedingungen zu erhalten, schlägt fehl. Wenn Sie ein 10W-Öl und ein 30er Einbereichsöl miteinander mischen, dann entsteht daraus immer ein 20er Einbereichsöl. Das ist für die Praxis sowohl bei tiefen als auch bei hohen Temperaturen ein billiger Kompromiss. Genauso wie aus Milch und Kaffee immer nur Milchkaffee, aber niemals Mokka wird. Die wirkliche Lösung des Viskositätstemperaturproblems für den ganzjährigen Betrieb heißt Mehrbereichsöl. Dabei wird durch Einsatz spezieller Grundöle und durch Hinzufügen besonderer Additive die Temperaturabhängigkeit der Viskosität erheblich reduziert. Im Trick kann man erkennen, dass die Beweglichkeit der einzelnen Ölmoleküle bei steigender Temperatur zunimmt. Die in das Öl eingerührten VI-Verbesserer, VI steht für Viskositätsindex, führen zu einer Verminderung der Molekülbewegungen. Das Öl behält also auch bei hohen Temperaturen die erforderliche Zähflüssigkeit und Tragfähigkeit. Ein einfacher Vergleich des Mehrbereichsöles SAE 10W40 mit den Einbereichsölen SAE 10W und SAE 30 zeigt, bei etwa minus 12 Grad Celsius hat das Mehrbereichsöl immer ähnliche Fließeigenschaften wie das Winteröl SAE 10W und bei 100 Grad Celsius ist das Mehrbereichsöl sogar noch zähflüssiger, also noch tragfähiger als das Sommeröl. Eine Labormessung nach DIN-Norm soll die Werte für ein Viskositätstemperaturdiagramm liefern. Früher begnügte man sich damit, eine bestimmte Ölmenge durch einen Auslaufbecher laufen zu lassen und Temperatur sowie Durchlaufzeit zu ermitteln. Heute sind die Methoden wesentlich verfeinert worden. Im Ubbelode-Gerät wird die kinematische Viskosität bei 100 Grad Celsius nach dem Kapillarrohrprinzip ermittelt. Dabei wird die Zeit gemessen, die eine exakt bestimmte Ölmenge bei 100 Grad Celsius zum Durchfließen eines Kapillarrohres benötigt. Diese ständig sich wiederholenden, teilweise automatisierten Labormessungen dienen der Entwicklung neuer Öle und der Qualitätskontrolle. Der Cold Cranking Simulator soll anzeigen, wie hoch der Widerstand des Öles beim Startvorgang des Motors ist. Gemessen wird im Tieftemperaturbereich, im vorliegenden Fall bei minus 20 Grad. Im Cold Cranking Simulator wird die dynamische Viskosität der Prüföle bei Minustemperaturen gemessen. Ein genormter Zylinder wird mit Hilfe eines kleinen Elektromotors im konstant temperierten Öl in Drehbewegung versetzt. Das dafür erforderliche Drehmoment dient als Umrechnungsfaktor zur Ermittlung der Viskositätszahl. Weitere Messungen machen den enormen Aufwand deutlich, mit dem heute im Rahmen internationaler Standardisierungsbestrebungen die Viskosität von Schmierölen weltweit in Labors der Mineralölindustrie ermittelt wird. Nachdem die Zähflüssigkeit der drei Prüföle ermittelt ist, können die Werte in ein Diagramm eingetragen werden. Zuerst das Einbereichsöl SAE 10W, also ein wintertaugliches Öl. Dann das Einbereichsöl SAE 30, ein Öl nur für den Sommerbetrieb. Und schließlich das Mehrbereichsöl SAE 10W 40. Auch die unbestechlichen Messergebnisse bestätigen die vorher in einfachen Versuchen gewonnenen Erkenntnisse. Das Mehrbereichsöl ist bei tiefen Temperaturen genauso fließfähig wie ein für den Winterbetrieb geeignetes Einbereichsöl. Bei hohen Temperaturen wird das für den Sommerbetrieb vorgesehene Öl sogar noch, bezogen auf die Zähflüssigkeit, übertroffen. Damit steht ein Motoröl zur Verfügung,
das als echtes Ganzjahresöl im Winter rasch zu den Schmierstellen gelangt und im Sommer auch an Bauteilen, die höchsten Temperaturen ausgesetzt sind, einen tragfähigen Schmierfilm garantiert. Selbstverständlich ist auch bei Mehrbereichsölen ein regelmäßiger Ölwechsel erforderlich. Denn nicht nur die Viskosität, sondern auch für den Motor lebensnotwendige Wirkstoffe, die Additive, bestimmen die Leistungsfähigkeit des Öles im Motor. Und die Ölalterung, die Belastung durch Verbrennungsrückstände sowie eine Vermischung mit Kraftstoffresten können zu einem Nachlassen all dieser wichtigen Öleigenschaften führen. Anders als beim Einbereichsöl bestimmen aber beim Mehrbereichsöl die vom Autohersteller vorgegebenen Wartungsintervalle den Zeitpunkt des Ölwechsels und nicht die Jahreszeiten. Mit diesem Öl kann man also das ganze Jahr über sagen, wer gut schmiert, der gut fährt.